Hallo, heute stehen wir auf dem Burgplatz in der Düsseldorfer Altstadt vor den Rheintreppen. Hier am Rheinufer stand nicht nur das Residenzschloss, sondern noch ein weiteres Schlösschen, das Düsselschlösschen. Heute kennen es die meisten nur noch von alten Postkarten. Viele alte Düsseldorfer und Düsseldorferinnen erinnern sich aber noch gerne an das pittoreske Gebäude, das hier einst stand. Das Düsselschlösschen befand sich hier direkt hinter mir, dort, wo heute die Rheintreppen zum unteren Rheinwerft führen. Aber wie kam es ursprünglich zustande? Das Schlösschen schloss im Jahr 1902 die neue Rheinufergestaltung ab. Die dabei entstandene Uferstraße war hoch genug angelegt, dass die Altstadt von Hochwasser geschützt war. Schiffe konnten am tiefer gelegenen unteren Rheinwerft anlegen. Leider lag die Ruine des alten Stadtschlosses genau im Baubereich und wurde zugunsten der Promenade bis auf den Schlossturm abgerissen. Stadtbaurat Rathke plante die Straße als elegante Promenade, die zum Flanieren und Verweilen einlud. Dazu gehörten formschön gestaltete Laternen, Geländer und kleinere Gebäude, wie etwa die bis heute bestehende Pegeluhr und abschließend das Düsselschlösschen. Auf einer relativ kleinen Grundfläche nahm das im Stil des Historismus mit Jugendstilelementen und neoromanischen Formen errichtete dreigeschossige Gebäude, eine Gastwirtschaft, Wirtschaftsräume und die Wohnung des Wirtes Engelbert Ochsenfort auf. Das auffällig gestaltete Gebäude sollte einen Konterpunkt zum nunmehr freien ehemaligen Schlossgelände setzen. Es fiel auch abends durch sein Leuchtfeuer aus der Turmspitze auf und erhellte den jetzt freien Burgplatz. Es wurde zu einer Sehenswürdigkeit der Stadt. Das als gemütlich geschätzte kleine Restaurant rangierte eher in der gehobenen Preiskategorie. Zu Beginn ein anspruchsvolleres Weinrestaurant, bot es bald auch Kaffee, Kuchen und Bier an. Abends gab es vorzügliche Speisen. Ein Stammgast, der Mundartautor Hans Reichert, widmete ihm den Text zu dem heute noch bekannten Karnevalsschlager aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Am alten Schlossturm zu Düsseldorf am Rhein. Und nicht für den Schlossturm. Doch wohin verschwand das Schlösschen am Rhein? Heute erinnert nur noch diese kleine Bronzeplakette an der Mauer des Rheinwerfts an das Schlösschen am Rheinufer. Das Gebäude wurde im August 1941 stark beschädigt. Zumindest die Mauern überstanden allerdings auch die folgenden Bombardierungen. Die über die Promenade aufragenden Bauteile wurden erst nach 1948 abgerissen. Bemühungen, das Gebäude wiederherzurichten, konnten sich bisher nicht durchsetzen. Lediglich in den noch vorhandenen Kellerräumen bestand bis in die 50er Jahre ein kleines Lokal auf der Ebene des unteren Werfts. Obwohl das Düsselschlösschen nur knapp 50 Jahre existiert hat, bleibt seine Erinnerung bis heute lebendig in zahlreichen Fotos und Ansichtskarten des beliebten Motivs und natürlich in den Herzen der Düsseldorfer.